Es ist ein katastrophaler Wahlabend für Angela Merkel und Martin Schulz am 24. September. Gemeinsam 14% verloren, während alle Oppositionsparteien zugelegt haben. Am stärksten die ganz rechte AfD. Aber die geplante Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen, eine historische Premiere, scheitert an den Freidemokraten. Nun muss doch SPD-Chef Schulz, der jedenfalls in die Opposition wollte, mit CDU-Kanzlerin Merkel und CSU-Mann Seehofer um eine neue, nicht mehr sehr große Koalition verhandeln. Und heute früh dann die Einigung. Die SPD-Verhandler sind stolz auf ihr Selfie und auf ihre einflussreichen Ministerien. Allerdings muss der Koalitionsvertrag noch eine Mitgliederabstimmung in der SPD überstehen. Und der glücklose Martin Schulz tritt aus der ersten Reihe zurück, nach nicht mal einem Jahr als Parteichef. Angela Merkel hat ihrer Partei schon bisher einiges zugemutet, etwa den Atomausstieg oder ihre umstrittene Flüchtlingspolitik. Sie kann die SPD jetzt nur mit ins Boot holen und ihre Kanzlerschaft prolongieren, indem sie ihr ungewöhnlich stark entgegenkommt. Dass die Frage, wer bekommt welches Ressort, eine nicht ganz einfache war, das will ich gerne hier verraten. Das gilt sowohl inhaltlich als auch personell. Die Sozialdemokraten besetzen nun wie von 2005 bis 2009 Außen-, Finanz- und Arbeitsministerium. Nur damals lagen beide Lager fast gleich auf. Heute liegen 13 Prozentpunkte zwischen ihnen. Die SPD-Mitglieder haben nun kaum noch Grund, in der U-Abstimmung die Koalition abzulehnen, sagt der renommierte Parteienforscher Herfried Münkler. Wenn man zu diesen inhaltlichen Punkten noch die relativ starke Position sozialdemokratischer Minister im Kabinett, also Finanzministerium und Außenministerium und noch einiges dazu, sieht, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, warum eine Mehrheit der Mitglieder der Sozialdemokratie dagegen stimmen sollte. Es ist ein Ergebnis, das vermutlich deutlich angenommen wird. Die SPD vollzieht einen Generationswechsel. Andrea Nahles wird Martin Schulz beerben. Er selbst will Außenminister werden. Ich kann nur sagen, Martin Schulz und ich werden jetzt gemeinsam unterwegs sein in den nächsten Wochen in der Partei und gemeinsam für eine Mehrheit für dieses Ergebnis auch werben. Doch was ist mit der Union? In der Fraktionssitzung soll es heute zu sehr kritischen Wortmeldungen gekommen sein. Eine Palastrevolte muss Angela Merkel dennoch nicht fürchten. Frau Merkel hat natürlich einen großen Vorzug. Es gibt keinen, der bereitstünde, sie zu ersetzen. Und insofern wird man vielleicht hier und da Murren und Unzufriedenheit hören. Andererseits kann man sagen, die Funktion des Kanzlers, der Kanzlerin, wiegt in der öffentlichen Wahrnehmung mindestens zwei Ministerien, wenn nicht drei Ministerien auf. Passt schon, sagte schließlich heute auf gut bayerisch CSU-Chef Horst Seehofer. Für ihn persönlich stimmt das auf alle Fälle. Er wird zum Karriereabschluss noch Innenminister in Berlin. Unmittelbar nach der Wahl in Deutschland hat eine Titelgeschichte des Spiegel großes Aufsehen gemacht. Reporter Markus Feldenkirchen hatte für SPD-Chef Martin Schulz im Wahlkampf 5 Monate lang nahezu rund um die Uhr begleitet, auch bei fast allen internen Sitzungen. Für diese fulminante Reportage, die Ende März auch als Buch erscheinen wird, wurde Markus Feldenkirchen zum Journalisten des Jahres in Deutschland gekürt. Und ich begrüße ihn jetzt live in Berlin. Guten Abend. Schönen guten Abend nach Wien. Herr Feldenkirchen, schon im Sommer, als Sie Martin Schulz begleitet haben, war ihm intern klar, dass er nicht Bundeskanzler werden wird. Aber hätte er es damals für denkbar gehalten, dass er ein halbes Jahr später nicht mehr SPD-Chef sein wird, dafür aber Außenminister unter Angela Merkel? Nein, beides nicht. Ich glaube, er hatte schon die Hoffnung, Parteivorsitzender zu bleiben, hat das eine Zeit lang auch mit großer Leidenschaft gemacht. Deshalb bin ich auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt offenbar auch selbst bereit war, dieses Amt abzugeben. Und Minister unter Angela Merkel ist genauso ungewöhnlich, weil die beiden haben sich im Wahlkampf doch ordentlich gefetzt, beziehungsweise er hat sie attackiert, hat danach auch gesagt, er möchte nicht mit ihr in einem Kabinett sein. Insofern ist das eine sehr überraschende Entwicklung jetzt. Und
wenn man dieses ganze Jahr von Martin Schulz nimmt, muss man sagen, ist es auch eine tragische Entwicklung. Seit Ewigkeiten wurde kein Politiker in Deutschland zumindest kurzfristig so gefeiert. Auch von den Bürgern offenbar anfangs ins Herz geschlossen, von der Partei sowieso. 100% hat er vor noch nicht mal einem Jahr noch bei der Wahl zum Parteivorsitzenden. Und nun war er offenbar so zermürbt, dass er bereit war, dieses Amt wieder abzugeben. Nun hat er ja am Wahlabend gesagt, die SPD werde in Opposition gehen und mehrfach vor und nach der Wahl gesagt, er werde keinesfalls unter Merkel als Minister dienen. Wie glaubwürdig und wie beschädigt ist die SPD nach dieser 180-Grad-Wende nun? Man muss sagen, diese Idee, lieber in die Koalition zu gehen, als nochmal mit Angela Merkel zu koalieren, also in die Opposition zu gehen, das war nicht seine allein, das war das tief empfundene Bedürfnis dieser sehr verunsicherten Partei, die wirklich keine Erfolgsstory hingelegt hat in den letzten 12 Jahren und gerade die Kanzlerschaft Angela Merkels eigentlich als ihr Hauptproblem ausgemacht hat. Also man könnte sagen, eine erneute, die dritte große Koalition unter Angela Merkel ist in der SPD in etwa so beliebt wie Fußpilz. Und dass dann die gesamte Parteiführung mit Martin Schulz an der Spitze nach Scheitern der Jamaika-Verhandlung eine 180-Grad-Wende gemacht hat, das können bis heute nicht sehr viele verstehen. Und ein wenig anders als in Ihrem Bericht das anklang, bin ich mir persönlich auch noch nicht sicher, dass diese Mitgliederabstimmung, 460.000 SPD-Mitglieder dürfen jetzt in den nächsten 2-3 Wochen darüber entscheiden, dass die sich tatsächlich für diese große Koalition ausspricht. Ich glaube, es gibt nicht nur in anderen europäischen Ländern, sondern auch in Deutschland, sowohl auf der politischen Rechten wie auf der Linken, eine Lust am Dinge einfach mal anders machen, auszubrechen aus den Konventionen, auch Lust an einer neuen Radikalität. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, dass die Mitglieder der SPD nun genauso zufrieden sind mit dem Verhandlungsergebnis wie die Parteiführung. Und es stimmt, die Parteiführung hat hier stark verhandelt. Und angesichts davon, dass die SPD gerade mal 20,5% erlangt hat bei der Bundestagswahl, prägt sie dieses Kabinett vor allem inhaltlich. Es gibt tatsächlich auch in der CDU und um die CDU ziemlich starke Kritik. Die Bild-Zeitung schreibt sogar von einer Selbstaufgabe der CDU in den Koalitionsverhandlungen. Letztlich hätte eigentlich nur Frau Merkel ihr Kanzleramt gesichert. Ist das so? Ja, es gibt da tatsächlich sehr viele sarkastische Bemerkungen aus den Reihen der CDU. Es ist natürlich eine konservative Partei, die sind etwas zurückhaltender in ihrem Protest und auch gemäßigter. Deshalb ist das nicht ganz so radikal wie der Protest in der SPD gegen diese neue Regierung. Man kann es sich so vorstellen, um eine erneute politische Ehe oder Hochzeit einzugehen, muss Angela Merkel jedes Mal mehr Mitgift in diese Beziehung einbringen. Und man muss sagen, der Porzellanschrank der CDU von Geschenken, die sie an andere Parteien machen kann, die ist mittlerweile ziemlich leer. Die Partei ist programmatisch ausgehöhlt, fühlt sich von Angela Merkel zu weit nach links gedrängt. Und das Unwohlsein ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, die Reaktionen, die wir heute gehört haben, schon an Kritik aus der Partei, die werden in den nächsten Tagen und Wochen eher noch zunehmen. Weil vorausgesetzt, der Mitgliederentscheid in der SPD geht für die Koalition aus, was nach Ihrer Einschätzung noch unsicher ist. Ist das trotzdem dann eine Koalition, die auf 4 Jahre gemeinsam regieren und auf 4 Jahre regieren unter Angela Merkel angelegt ist? Ich muss erst mal sagen, nachdem sich andere politische Akteure, insbesondere die FDP, doch eher als unreif gezeigt haben in der Vergangenheit, muss man den beiden Parteien bzw. mit der Schwesterpartei CSU, den dreien anrechnen, dass sie sich in den letzten Wochen um eine große Ernsthaftigkeit und auch Kompromissfähigkeit bemüht haben. Gleichzeitig ist, glaube ich, eine Bundesregierung, sollte sie überhaupt starten können, noch nie so schlecht gelaunt, ohne jede innere Euphorie gestartet, obwohl die Programme zum Teil gar nicht schlecht sind und die richtigen Antworten bereithalten für die Probleme, die es in Deutschland derzeit gibt. Aber es wurde auch in diesem Koalitionsvertrag vereinbart, nach 2 Jahren quasi eine Überprüfung, ein Fazit zu ziehen. Und je nachdem, wie die Stimmungslage in den beiden Parteien ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass diese große Koalition eigentlich nur für 2 Jahre angelegt ist. Markus Feldenkirchen, vielen Dank für diese Einschätzung und alles Gute nach Berlin.